Unser nächster Sprecher ist der Gernot Lugauer. Er ist Geschäftsführer der Lugauer GmbH. Und ihr habt bei mir hier stehen, flexibel und mannlos fertigen. Gernot. Jawohl. Flexibel und mannlos fertigen, ich meine. Ja. Wünscht sich das nicht irgendwo jeder? Genau, da haben wir einmal vor einigen Jahren gelacht, wie wir die erste automatisierte Anlage zugekauft haben. Das war 2016 von der Firma Hermle. Und da hat es geheißen, früher oder später mannlos fertigen. Aber ich sage, nein, das ist theoretisch das, was jeder in der Schule lernt. Das ist jeder das, was darauf hinarbeitet in jedem Studium. Das ist das High-End. Mittlerweile haben wir eine große Anlage von Hermle. Komme ich später vielleicht erst auf das Thema. Und wir haben wirklich eine 24-7-Fertigung. Seit 1. April 2021, mitten in der Corona-Zeit, Vollgas. Wahnsinn. Natürlich braucht man erfahrene, gute Mitarbeiter, weil ohne sonst funktioniert auch das 24-7 nicht. Aber genau, wie das im Detail funktioniert und wie ihr euch da aufstellt diesbezüglich, ja, genau, das verrätst du uns jetzt, oder? Ich fange zu vorne an. Ja, machen wir mal. Mal ganz vorne fangen, ja. Wunderbar. Vielen Dank. Also, grüß Gott. Danke, dass ich da auch mit dabei sein darf auf der Intertool 2022. Endlich nach zwei schwierigen Jahren mit Kontaktschwierigkeiten. Wir, die Firma Lugauer, wir haben es ganz links umstellen, automatisieren als Zukunftsstrategie. Ich kann selber davon das beweisen, es funktioniert. Je höher der Automatisierungsgrad, desto höher der Auftragseingang und desto mehr Mitarbeiter. Es ist immer die Angst, automatisieren, Mitarbeiter reduzieren. Nein, das kann ich stark verneinen. Das ist leider oder zum Glück nicht so. Die Zahlen, die Kennzahlen habe ich ganz kurz, die wichtigsten drei mit eingeblendet. Der Umsatz, man sieht es von Firmengründung weg, 93, 94 bis heute, sprunghaft, aber stetig die Konstante nach oben. Personalkosten, sieht man, dass das die letzten Jahre eher gedrosselt nach oben geht, was auch mein erklärtes Ziel ist, wobei der Cashflow stetig hoch ist, beziehungsweise seit eben der Corona-Zeit mit der Automatisierungsaggressivität, sage ich schon fast, was 2018 nochmal einen Sprung gemacht hat, nach oben zeigt, was einfach zeigt, dass wir als kleiner Maschinenbaubetrieb in Tirol schon auch Chancen haben, international zu liefern. Wir greifen jetzt keine Märkte an, was weltweit für uns interessant sind. Unser Markt ist einfach in der Region Europa und das ist auch das erklärte Ziel. Meine Fremdsprachen sind auch nicht die besten, also wo soll ich nachher mit Ländern diskutieren, wo ich auch vielleicht nicht stark bin. Die Schritte, was wir gemacht haben die letzten Jahre, im 4. Jänner 1994 war die Firmengründung von meinem Vater. Der hat den Werkzeugbau der damaligen Jembacher Werke übernommen. Nachdem dass er 45 Jahre dort gearbeitet hat, ist das aus Sanierungsgründen zugesperrt worden und das war noch der Sprung in die Selbstständigkeit. Ich bin mit dem ersten Tag schon mit dabei gewesen, gleich nach der Schule, naiv und überzeugt, dass das richtig ist. Und 1998 habe ich die Geschäftsführung übernommen und war damals eigentlich der jüngste Geschäftsführer in Tirol mit 25 Jahren. Und ja, bin da sehr naiv ins Rennen gegangen. 2000 haben wir nachher die Immobilie gekauft, was wir vorhin gesehen haben. Das war 2000 die Halle, das war auch damals aus den Jembacher Werken rausgekauft, die Halle 21 und wir befinden uns da man ja heute auch in der Halle 21, wenn mir jetzt nicht alles irrt. Also es wiederholt sich da schon ein bisschen. Halle 20 gerne, aber. Also wurscht. Spielt keine Rolle. 21 ist nebenbei. Passt. 2003 ist noch losgegangen mit dem Investieren in den Maschinenpark. Da ist die erste 5-Achs-Maschine von Hermle zugekauft worden und eben auch die ISO 9001 Zertifizierung. Wir haben dort zum Beispiel sehr viel für die Automobilindustrie gefertigt. Wir haben Serienteile gemacht für die VW, BMW Konzerne und haben aber dann auch schon gesagt, jetzt müssen wir im Fräsen stärker werden. 2016 habe ich schon kurz erwähnt, das war noch der erste Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir in die Automatisierung mit einem Palettenhandling, mit Palettensystemen, mit großen Werkzeugmagazinen und eben auch mit der Rohteilvereinfachung. Haben wir gesagt, 2016, das haben wir da durchgestartet und deswegen ist es auch mittlerweile ein Meilenstein. Wir waren rückblickend vielleicht gesagt 2-3 Jahre zu spät mit der Automatisierung,
haben aber dafür dann um das mehr Gas gegeben. 2018 ist noch die zweite Hermle-Anlage gekauft worden. Und in diesen Jahren 2016, 17, 18 ist eben auch das CAM-System komplett neu überarbeitet worden. Wir arbeiten jetzt alles auf Siemens NX mit Schrumpffuttern, mit HSK-Aufnahmen. Und 2019 ist auch in der Geschäftsleitung ein größerer Sprung gemacht worden. Da ist ein langjähriger Mitarbeiter von uns, der Herr Eigner Christian, vom Meisterjob praktisch in die Prokura mit in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Also, falsche Richtung. Das Organigramm ganz kurz. Oben sind die Gesellschaften, das ist ein reiner Familienmitglieder. Das sind Geschwister auf der linken Seite, rechts das bin ich, die Geschäftsführung, der Prokurist. Und nachher geht es eigentlich ganz kurze Wege praktisch. Die ganze Finanz-, Lohn-, Buchhaltung, die Technik und der Marketingvertrieb. Und die Technik splittet sich nachher in die verschiedenen Bereiche auf, was dann eigentlich die AV und die ganze Vorbereitung für die Fertigung in der Werkstatt ist. Und das Kastel Qualitätssicherung hat ein bisschen eine andere Farbe gekriegt, weil es bei uns einfach ganz groß geschrieben wird. Alles, was man messen kann, den wir messen. Alles, was man an Qualität auf Papier beweisen können, beweisen wir auf Papier. Und das belegen wir einfach wieder, damit einfach die Reklamationswesen von vornherein eigentlich abgekürzt wird. Dazu brauchen wir das ISO 9000 im Qualitätsmanagement und seit Herbst 2021 auch das Umweltzertifikat ISO 14001. Die Aufgaben, was wir machen, das sind eben im Maschinenbaubereich versucht man die Fertigungstiefe so groß wie möglich zu halten. Das ist Drehen auf Ein- und Mehrspindelmaschinen mit und ohne Lademagazin. Fräsen von Dreiachsenmaschinen bis Fünfachsenmaschinen mit Automatisierung, mit Handlingssystemen, Aerodieren, einfach nur mal nachher für gehärtete Bauteile, nur mal die letzten Konturen im gehärteten Stahl praktisch auf das letzte Mühe einzuarbeiten. Schleifen, ganz wichtig, Rundschleifen und Flachschleifen, beim Rundschleifen innen und außen Rundschleifen und eben auch die ganze Qualitätssysteme, was da mit einem Foto dargestellt ist, was einfach für uns die Fertigungstiefe groß geschrieben wird, damit eben der Kunde aus einer Hand so viel wie möglich bekommen kann. Wer sind unsere Kunden? Wo liefern wir hin? Das ist der allgemeine europäische Maschinenbau, der österreichische und deutsche Maschinenbau im Fokus, die Schleifmittelindustrie, die ganzen Aufnahmen für uns, für die Schleifmittel hergestellt werden müssen, die allgemeine Automotive, vom Prototypenbau, Vorrichtungsbau, Lernbau. Wir machen sehr viele Lernfertigungen für Rohrleitungssystemen, sei es Bremssystemen, Befüllungsleitungen. Machen wir sehr viele Lern für die Messmittel. Halbleiterindustrie, die letzten Jahre extrem stark gestiegen. Da machen wir die ganzen Toolaufnahmen, Werkzeuge für die Herstellung von Chips, Pharmaindustrie im Allgemeinen und die Freizeitindustrie, speziell der Europapark in Rust in Deutschland. Die drei Bereiche, wo sich die Firma gliedert, ist der Vorrichtungs- und der Werkzeugbau. Komplett mit eigener Konstruktion, Fertigung, Zusammenbau, Lieferung und Abstimmung beim Kunden. Die Serienfertigung im Fräsbereich, im Drehbereich, auch in Kleinmontagen, Gruppenbauweise und die Lohnfertigung im Allgemeinen, also alles, was mit der Zerspannung soweit zu tun hat. Das sind jetzt auch auf die nächsten Folien einfach ein paar Bilder. Das ist zum Beispiel ein Seriendrehteil für den englischen Markt, für einen englischen Autohersteller. Jetzt sieht man einen Spreizdorn für die Rohrherstellung, dass man einfach ein Rohr am Ende umformen kann mit den ganzen Anschlüssen. Da ist eben auch die Konstruktion, die Idee von uns, die Ausführung und auch die Werkstoffwahl mit den Härten und die ganze Kombination daraus. Erodieren, das ist zum Beispiel ein Bauteil, was in der Halbleiterindustrie stark verwendet wird. Da kann man Wellen während dem Betrieb auf Rundheit messen. Der mittlere Teil, der schwimmend praktisch drinnen. Das Ganze besteht aber aus einem einzigen Bauteil
und wird durch mehrere Bauteile zusammengefasst. In die Nuten werden schlussendlich Sensoren eingebaut, damit man die Rundheit von der Welle im Betrieb ständig überwachen kann. Das ist zum Beispiel ein Teil auch für die Chipherstellung. Das ganze Bauteil hat in Wirklichkeit eine Größe von 4 auf 5 mm. Und da sind auch verschiedene Konturen und Vakuumbohrungen mit drinnen. Der Qualitätsraum schaut bei uns auch so aus. Ist klimatisiert. Wir arbeiten mit Zeiss-Maschinen, taktiles Messsystem. Wir haben die ganze Dokumentation in den Raum drinnen. Wir haben bis zu 1000 Messmittel in der Verwaltung. Das sind die Messmaschinen im Nahaufnahme. Konturmessung und Oberflächenmessung in einem von der Firma Mahr. Seit kurzem ein optisches Messgerät mit kompletter Dokumentation und auch die Rückverfolgbarkeit. Es wird jedes Messprotokoll bei uns am Server mit Datum und Schicht abgezeichnet. Und der größte Sprung in den letzten Jahren, und das ist eben jetzt die Automatisierung, das ist jetzt eigentlich diese RS1-Anlage der Marke Hermle. Ist die Europa erste Anlage, was ausgeliefert worden ist. Wie es zu der Anlage gekommen ist, das war eigentlich der Herr Bundeskanzler, damals ein bisschen die Schuld. Da hat es geheißen, koste was es wolle, die Krise werden wir bewältigen. Und zu dem Zeitpunkt waren unsere Geschäftskonten recht gut gefüllt. Und da haben wir uns gedacht, nein, bevor uns mal der Steuerzahler dann schlussendlich das Geld aus der Tasche zieht, wir müssen investieren. Und dann waren lange Gespräche intern, wo können wir investieren, damit wir besser aus der Krise reingehen als rausgehen. Alles auf eine Karte, all in, hat es dann geheißen. Und dann ist relativ schnell die Idee gekommen, beim Fräsen sind wir die letzten Jahre stark geworden, da müssen wir nur stärker werden, nur mehr automatisieren. Und dann haben wir den guten Kontakt, was wir schon die letzten Jahre stetig aufgebaut haben zu Hermle, gesucht. Und dann ist auch relativ schnell die Idee gekommen, zwei Fräsmaschinen mit einem KUKA-Roboter zu verbinden und dann nicht die Paletten zu wechseln, sondern die Palette einzuwechseln und das Rohteil-Handling in einem durchzuführen. Das Ganze bedarf dann natürlich CNC-gesteuerte Greifer, Langhubspanner, verschiedenste Applikationen, was weit über das Fräsen eigentlich hinausgeht. Das Fräsen an sich ist nicht neu erfunden worden, der Roboter ist auch nicht neu erfunden worden, aber die Erfindung liegt bei dieser Anlage einfach in der Logistik, in dem Know-how, in dem Zusammenspiel als Logistik, Zeit, Abfolge der Maschinenbauteile und das selbstständige Umrüsten, was mannlos passieren kann. Und diese Anlage hat es bewiesen. Damals ist mir gesagt worden, da ist eine 24-7-Fertigung möglich. Dann habe ich mir gedacht, das ist genau der gleiche Schmäh, wie es früher geheißen hat. Erste Teil ist Gutteil, aber es funktioniert. Wir fahren seit 1. April 2021 mannlos in der Nacht und am Wochenende durch. Heuer über Weihnachten haben wir 2,5 Wochen Arbeit mannlos durchgeführt. Es sind ein paar Leute ab und zu abgestempelt worden für Materialversorgung, Wasserversorgung, Späne abholen, praktisch eingeteilt worden und der Rest war mannlose Fertigung. Darunter habe ich ein paar Schlagwörter hinschreiben lassen, wie das Ganze funktioniert, eben mit den Werkzeugplätzen, groß ausgestattet, KUKA-Roboter, 2C22U-Maschinen, Elektrogreifer, NC-Langhubspanner mit Wegmesssystem, der Soflex-Leitrechner, die komplette interne Datenanbindung an das ERP-System, an die ganze interne Verwaltung, an die Materiallogistik und so weiter. Also diese Anlage hat uns, die Firma Lugauer, sicher einen großen Schritt nach vorne gebracht und wir haben mit dieser Anlage wieder Teile, was früher aus wirtschaftlichen Gründen verloren gegangen sind, wieder zurückgewinnen können, was wieder im Hause Jembach produziert wird. Das ist nochmal die Anlage von oben. Das vorige Foto war ja ein Foto von Hermle. Das ist das Foto jetzt wirklich aus unserer Werkstätte. Man sieht auch schon links eine große C50-Fräsmaschine, dann die komplette RS1-Anlage und rechts geht weiter die Fertigung. Die Halle selber hat bei uns 2600 Quadratmeter Produktionsfläche und das ist halt ein Teil davon.
So ist das Ganze aufgebaut. Man sieht auch da jetzt nicht viele Leute im Ort umstehen, ein einziger. Und er schreibt vielleicht gerade einen Liebesbrief an seine Freundin. Aber die Anlage arbeitet einfach selbstständig. Die Werkzeugplätze, es ist einfach alles noch mal ein bisschen dargestellt. Ist einfach ein geiles Anbild. Das passt. Dazu brauchen wir eben die ganze Zertifizierung, damit wir auch Produkte neu gewinnen können, damit wir auch den Kunden Qualität am Dokument bestätigen können. Das ist die ISO 9001 seit 2013 und die ISO 14001 seit 2021. Weil einfach das Thema Umwelt immer größer geschrieben werden muss und größer geschrieben wird und immer mehr Fokus auch gelegt wird, auch leider durch den letzten Umstand mit der Ukraine uns bewiesen wird, damit wir uns auch wirklich umwelttechnisch neu orientieren, sei es mit der Energieversorgung oder auch, was wir mit der Energie machen, was uns einfach bei uns in Tirol oder in Österreich zur Verfügung stellt, die auch so zu verwenden, dass er uns alle weiterbringt. Das sind nochmal die Bereiche dargestellt, die Bauer von Lugauer und der oberste Spruch, wobei der Autor unbekannt ist, alle sagt, es geht nicht, aber dann kam einer und hat gesagt und wusste das nicht und hat es gemacht. Das leben wir einfach. Wir gehen einfach gewisse Themen neutral an, wir lassen uns da nicht beeinflussen von irgendwelchen Ideen, nein, das kann man nicht machen, weil es 150 verschiedene Gründe gibt, warum das nicht funktioniert. Wir gehen den Weg und wir versuchen so lange, bis wir einen Weg gefunden haben, dass es funktioniert. Uns gibt es jetzt seit über 25 Jahren. Wir haben viel erreicht in dieser Zeit. Wir haben viele Änderungen schon durchgemacht. Wir haben Krisen durchgemacht. Wir haben die Weltwirtschaftskrise von den Lehman Brothers durchgemacht. Wir haben die Corona durchgemacht. Unsere Kunden sind zum Teil in Konkurs gegangen. Das haben wir auch durchgemacht. Wir sind auf dem Weg nach vorne. Ja, wir sind ein Maschinenbaubetrieb eben mit 35 Leuten in Jembach angesiedelt. Wir sind nicht größer, aber wir sind ein Familienbetrieb, wo wirklich alles der Familie gehört. Es sagt auch unsere Eigenkapitalquote aus, dass man auch das, was die Firma erwirtschaftet, auch in der Firma bleibt, damit wir immer wieder neu investieren können, immer wieder neue Wege gehen können, immer wieder einfach Teilbereiche finanziell auch angreifen können, ohne mit 24 Geldgebern zu diskutieren. Und das, glaube ich, ist einfach unser Erfolgsrezept. Und wir versuchen einfach, den Weg weiterzugehen. Vielen Dank für eure Zeit, für euer Interesse. Vielleicht sieht man sich mal, wer in Tirol einmal auf der Hinterlauterbahn durchfährt und einen Kaffeedurst hat, gerne eingeladen. Bitte gerne. Danke. Ja, vielen Dank, Gernot. Das ist ja immer spannend, wenn man solche Veränderungen im Unternehmen durchführt, die dann doch eine gewisse Auswirkung halt haben. Was mir da ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist so die Frage, gerade wenn es um so das Thema Automatisierung geht, wenn es speziell auch um Einführung einer mannlosen Fertigung geht, da tauchen ja dann doch schon manchmal bei den Mitarbeitern ein bisschen Ängste auf. Ja, die Ängste, die sind da gewesen mit der ersten Anlage, sind aber relativ dann schnell verflogen und hat sich eigentlich ins Gegenteil umgeschwenkt. Es ist noch bei uns zum Glück in der Mannschaft eine riesen Begeisterung ausgebrochen und es war eigentlich dann mehr ein Wettbewerb intern, wer darf an welche automatisierte Anlage gehen, weil der Mitarbeiter sich ja selber auch weiterbringt und weiter Technologie hat. Das Fräsen und so, das wird ja nicht neu erfunden, es wird nur der Angehensweg immer neu definiert. Und das motiviert uns alle eigentlich am stärksten. Ja, super. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Jetzt habt ihr die Gelegenheit. Einfach aufzeigen. Es sind so viele Fragen angedroht worden. Ja. Ich habe eine Frage, Gernot. Ich durfte schon zweimal besuchen, aber was mich noch interessiert in den letzten Jahren, gibt es Dinge, die du vielleicht bereut hast in der Entwicklung? Gibt es Dinge, wo du sagst, da bist du stolz drauf? Ja, bereut. Bereut. Ich tät vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders angehen, vielleicht ein bisschen anders Tempo da, aber bereut in dem Sinn eigentlich nicht. Ich bin schon stolz auf das, was schlussendlich entstanden ist. Ich habe einiges Lehrgeld gezahlt. Ich habe oft Fehler gemacht, was ich im Hinterhalt, aber im Nachhinein sind auch viele Sachen einfach
viel, viel besser in die Entwicklung noch gegangen, als ursprünglich auch gemeint habe. Es sind auch Sachen besser abgewickelt worden, als ich jemals vermutet habe. Nein, ich würde jetzt genauso wie die machen. Ja, haben wir noch weitere Fragen? Was mich. Ich bin einfach fürchterlich neugierig. Was mich nur interessiert ist, wie geht es ihr mit dem Thema? Weil das ist ja doch, wenn man solche Veränderungen im Unternehmen vornimmt, Technologien einführt und so weiter, da muss, ist ja eine gewisse Ausbildungs- und Weiterbildungsanforderung dann da. Ja. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie bist du da dran gegangen an die Geschichte? Ja, wir bilden speziell einzelne Leute auch wieder aus mit externen Kursen oder auch intern, dass man das Wissen einfach wieder an gezielten Tagen weitergibt, aber eben auch das duale Ausbildungssystem, Lehre. Es ist einfach ein tolles System in Österreich, das funktioniert. Und dann eben auch immer dranbleiben, immer weitergehen und gerade nicht stehen bleiben. Know-how ist wichtig. Wir brauchen nicht alle Studenten, wir brauchen nicht nur Diplom-Ingenieure, wir brauchen einfach auch Leute mit Hausverstand und einfach mit einer gewissen Portion Fanatismus und einfach einen Ehrgeiz, das zu machen. Und das funktioniert. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Thema Motivation natürlich, auf der anderen Seite haben wir das Thema Know-how. Genau. Und das ist einfach wichtig, das haben wir gesehen, da wurde dran gearbeitet, da wurde Wert darauf gelegt. Vorsprung durch Know-how, das Thema, das Motto dieser Vortragsreihe. Vielen, vielen Dank, Gernot. Ich sage danke. Und ja, und dann freuen wir uns. Ich freue mich, wenn ich mal in der Gegend bin, ich schaue vorbei. Bitte das gerne. Mit dem Kaffee hast du mich angefixt. Bitte gerne. Neue Kaffeemaschine. Wunderbar. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Danke.